Hallo Leute, willkommen zurück zum Bus Driver. Die letzte Folge ist angebrochen. Urlaub, endlich. STS Transport hat eine Tour für die besten und fleißigsten Busfahrer organisiert. Sammeln Sie die Glücklichen in der ganzen Stadt ein und bringen Sie sie rechtzeitig vor dem Abflug am Abend zum Airport. Fliegen wir denn hin? Los geht's, letzte Folge, letzte Fahrt. Dann haben wir das Spiel durch. Ist auch geil, die anderen kriegen die guten Sachen bzw. werden dafür belohnt und ich muss fahren. Finde ich jetzt zwar nicht fair, aber naja, was soll's. Okay, so wie es ausschaut, fahren wir nachher wieder am Flughafen zurück. So, jetzt darf ich nicht über rote Ampel rüberfahren. Schafft mir eh nicht, oder? Elf Haltestellen und wie wir auf der Karte gesehen haben, eine verdammt lange Strecke. Ich hoffe, wir schaffen die zweite grüne Ampel auch noch. Drückt die Daumen. Ja, okay, Gott sei Dank. Geht sich aus. Sehr gut. Na dann, los geht's. Durch das winterliche... Keine Ahnung, wie ich sie hier heißt. Gut, dabei kann ich noch fahren, wie ich will, weil dabei ist noch kein Bus außer euch. Man, schaut das nicht geil aus, Leute? Dafür, dass das Spiel doch schon 2006 ist rausgekommen. 8 Jahre ein Buckel hat. Schaut das doch heftig geil aus, oder? Ja, da kann sich so manches andere aktuelle Spiel verstecken. Weil was der SCS damals schon auf die Beine gestellt hat, muss ich schon sagen, Hut ab. Dafür, dass das wie gesagt doch schon so alt ist. Und Spaß macht es nach wie vor. Hat wer Hunger? Dann bleiben wir da kurz stehen. Halbe Meile noch, also ungefähr 0,7 Kilometer, 0,8 ungefähr, 800 Meter, um es so auszudrücken. Also Doppeldecker darf es da nicht sein. Ja, ich würde sagen, wir genießen jetzt die letzte Fahrt. Noch eine perfekte Marine, bitte. Ist das sowas wie eine Spur? Ja, wirklich, oder? Wahrscheinlich kommt hier gleich die Meldung nicht in der Spur. Aber ich glaube, das ist die Spur. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ah, okay. Doch, das ist die Spur gewesen. 0,6 Meilen bis zur nächsten Haltestelle, okay.
Ja, wenig Verkehr auf der Straße. Sehr schön, kann man gemütlich fahren. Also den Kollegen beneide ich nicht, wo er wohnt, weil das ist schon so industriegebietsmäßig da ist. Keine Ampel, okay. Und wir sind immer fast pünktlich. Ja, entspaziert der Kollege. Ja, du mich auch. Wo muss ich hin? Gerade weiter? Ah, bin. Strafe 10. Wofür? Wofür? Erzähl's mir. Erklär's mir. Nicht in der Spur. Tu mich auf. Sieben Minuten Zeit, um zur nächsten Haltestelle zu kommen? Wahrscheinlich, weil da 100.000 Ampeln sind. Irgendwie macht es trotzdem Spaß. Kann man nicht helfen. Also Leute, wer ein schönes Busfahrspiel sucht, ich kann euch das empfehlen. Eher als Omsi. Weil Omsi, ja, ist halt Omsi. Das Spiel läuft eigentlich perfekt. Abgestürzt ist mir bis jetzt eigentlich noch nie. Wahrscheinlich habe ich es jetzt gerade verschrieben. Und ich stürze jetzt bei der Auswertung oder so ab. Ja, ich sage es euch jetzt gleich, das wird eine längere Folge. Wir fahren schon 9 Minuten scheinbar. Und haben noch immer 9 Haltestellen vor uns. Ich bin froh, dass wir in Amerika sind, wo es kein Rechtsfahrgebot gibt. Das heißt, du darfst auf rechts überholen, scheinbar. So wie ich das verstanden habe. Direkt an meinen Bonus, yeah.
So, müssen wir auf der Strecke bleiben oder müssen wir runter? Okay, scheinbar drauf bleiben, weil es runter geht's ja nicht. Das ist was anderes da oben. Stelle da. Da träume ich ja gar nicht, dass ich rüberfahre wieder. Ja gut, jetzt wissen wir auch warum wir so viel Zeit haben zum Fahren zu der Haltestelle. Ach ja. Die Kurve ist super. Herr Baden, bitte solche Autobahnen. Auch wenn es eine Stadtautobahn ist. Ja, danke fürs Reinfahren, du Penner. Da kann ich jetzt echt was dafür, dass der abbiegt und mir in mich reinfährt. Und dass ich da abbiegen muss, sagt man auch Penner. Mein Gott, also das nervt. Sieht, dass ich neben ihm bin und bam, zieht rüber. Danke, ganz lieb. Egal, ich fange jetzt sicher nicht von vorne wieder an. Das waren jetzt 50 Punkte minus, ja, was soll's. Bin mir keiner Schuld bewusst. Aber ich habe gewusst, dass das irgendwann mal passieren wird. Dass die dumme KI mal reinfährt. Echt traurig. So, wir müssen stehen bleiben, weil wir zu früh dran sind. Können wir kurz einmal eine Pause machen da. Strecken. Na schön. Aber das war echt nur eine Frage der Zeit, bis mir da irgendeiner von diesen Pennern reinfährt.
Okay, da muss ich jetzt rechts abbiegen. Da hat es rechts abbiegen gegolten am Ausfahren. Rote Ampel. Die jetzt grün ist. So, jetzt links, rechts, ich schätze mal links. Diese Ampelschaltung ist echt zum Speiben. Cool, ich muss halt auf die andere Spur müssen. Und wirklich stehen bleiben kannst du in dem Spiel auch nicht. Du entweder rollst nach vorne oder nach hinten. Ja gut, in 30 Sekunden schaffe ich es da wohl nicht drauf. Was ich vorher zu früh dran war, bin ich jetzt spät dran. Super geil. Nur schneller fahren geht eigentlich nicht wirklich. Wenigstens mega sein, wenn man schnell in die Kurve fährt. So, 1,5 Meilen. Ja, aber Leute, die Zeit ist mir ehrlich gesagt eh wurscht. Die ist mir auch in Omsi immer ziemlich bade. So, bleiben wir auf der Spur, ist ja egal. Müssen da vorne wahrscheinlich eh links. Gehabt. Ja, du Vollpfosten. So viel zum Thema KI, das hätte jetzt fast. Ja, nicht in der Spur, ich mag dich auch nicht. Das hätte ich machen sollen, ich hätte jetzt ausweichen müssen. Ja. Gut, kannst du wieder zurückfahren. Mein Gott. Also ich bin gespannt, wann es endlich in einem Spiel eine gescheite KI programmiert. Eine KI, die nachvollziehbar fährt. Rote Ampel mal wieder. Da genau, fällt so aus, gell?
nicht in der Spur. Ich mag dich auch. Penner. Und jetzt sind wir wieder mal viel zu früh dran. Ist gut, der Kollege. Gut, jetzt müssen wir da ein bisschen stehen bleiben, sonst kriegen wir Strafe, wenn wir zurück weggefahren sind. Müssen wir scheinbar links, so wie ich, wenn ich dem Pfeil vertrauen kann. So, noch 6 Haltestellen. Schön. Leute, das wird wirklich eine längere Folge. Aber das haben wir gesagt, das machen wir in einer und das ziehen wir jetzt auch durch. Ja, bergauf geht er halt nicht so schnell. Wahnsinn, ich sag's euch. Aber macht Spaß. Ja, was haltet ihr eigentlich von dem Spiel? So, ich meine, jetzt haben wir's, weiß nicht, wie viele Folgen gesehen. Jetzt haben wir alles eigentlich gesehen, was es in dem Spiel gibt. Wie hat's euch gefallen? Was ist eure Meinung dazu? Ab in die Kommentare damit. Bleibt stehen! Danke. Die wird jetzt aber verdammt schnell auf Rot umgeschalten. Genau das meine ich, du rollst die ganze Zeit entweder nach vorne oder nach zurück. Wehe von euch Pennern, biegt jetzt einer rechts ab. Also meine Meinung zu dem Spiel, die kennt ihr mittlerweile. Ich habe es eigentlich ziemlich gern gefahren, also macht echt Spaß. Klar, es ist schon alt, aber trotzdem war es ein lustiges Spiel für zwischendurch. Und wie gesagt, ich wünsche mir unbedingt ein neues, beziehungsweise ein Busfahrspiel, wieder ein gescheites von SCS. Aber die können sowas. Wie man an dem sieht, wie man am Euro Truck Simulator sieht, da können. Oder auch an den anderen Simulatoren, die können solche Spiele einfach. Haben eine vernünftige Engine, die gut läuft, die gut ausschaut.
dem her. Im Gegensatz zu OMSI, das ja eigentlich schlecht ausschaut. Und auch performancemäßig eigentlich unter aller Sau ist. Ja, ich vergleiche es mit OMSI. Ist klar, es ist ein Busfahrspiel. OMSI ist auch ein Busfahrspiel. Es gibt halt nichts anderes, mit dem du es vergleichen kannst. Ich kenne zumindest nichts anderes. Ja, oder V-Busse, das ist ja noch schlimmer. Ist aber auch schon ewig alt. So, jetzt können wir ein bisschen Gas geben wieder. Den Schwung vom Gefälle mitnehmen. Gut, war klar, dass wir die Ampel nicht mehr schaffen. Ja, wie gesagt, ich wünsche mir mehr davon, aber ich glaube, das wird ein Wunsch bleiben, fürchte ich. Irgendwie sind wir jetzt in letzter Zeit immer zu früh dran. So, 5 Haltestellen noch, also 4 nach der. Also das Einzige, was mich ein bisschen stört, du kannst nicht rechts und links schauen. Das ist ein bisschen nervig. Du hast nur die Spiegel. Die siehst auch nur, wenn es blinkt. Deswegen kannst du es einblenden. Le Rote Sampel. Müssen wir gerade weiter? Na, ja, doch. Ja, 4 Haltestellen noch. Dann haben wir die Fahrt auch. Boah, halbe Stunde schon dauert das Video. Oh mein Gott. Wie gesagt, wir haben vereinbart, oder ich habe gesagt, ich mache es in einer Folge. Zudem stehe ich. Deswegen mache ich es auch in einer Folge. Die Grünphasen, die sind so kurz. Das ist echt schon ein Wahnsinn. Geradeaus, links, rechts. Wo muss ich hin? Bin ich da noch richtig? Also ich schätze mal, ich muss gerade weiter. Okay, ich kann gar nicht. Nach links kann ich da eh nicht. Also die Ampelphasen, die sind so einfach auf Frechheit eigentlich. Bin ja da mal drüber und ich wird schon rot. So, wohin? Links, war eh klar.
müssen wir dann wieder rechts. Wenn ich so auf Le Carte schaue. Da sind wir auch schon wieder. Westminster. Diesmal müssen wir nicht stehen bleiben und warten. Eine Meile bis zur drittletzten Haltestelle. Ja, Stadtverkehr nicht so laut. Aber es ist eh rot. Von einer roten zur nächsten. Ich muss rechts. Ich hätte jetzt angenommen, dass ich links muss. Aber okay, ich fahre mal halt nach rechts. Und jetzt wahrscheinlich links, oder wie? Ich fahre in die falsche Richtung. Le Curve, oh Gott, die ist eng. Aber geht. Nummer 3 Haltestellen. Also der Stadtverkehr ist halt ein bisschen nervig mit den ganzen Ampeln. Aber sonst, so wie es ausschaut, können wir jetzt ein bisschen Gas geben. Die Kurve sollte man vielleicht nicht mit 50 nehmen. Die da vorne auch nicht. Ich glaube, die KI fährt 30 oder so. Meilen. Also knapp 50. Passt eigentlich eh. Ich rase mal wieder, wie er zinkt das auch. Na super, dann muss ich an der gleichen Stelle wieder raus. Acht Sekunden spät vom Einsteigen. Wir müssen weiter.
So, 1,5 Meilen bis zur vorletzten Haltestelle in diesem Spiel. Ich bin abgebogen, falls du es nicht bemerkt hast. Oh ey. Nein, es ist ja nicht so, als wäre ich abbogen oder so. Gut, das wird eine verdammt lange Folge, Leute. Schaut sich wahrscheinlich keiner komplett an, aber naja. Ja, geht's eh nicht mehr. Fast eine Vollbremsung, ja, rote Ampel, ja, ich mag dich auch. So. Weil er jetzt noch 4 Minuten Zeit hat. Keine Ahnung. Für nicht mal mehr eine Meile. 4 Minuten. Na gut. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich euch noch erzählen sollte. Zum Spiel haben wir, glaube ich, alles gesagt, was es zu sagen gibt. Die wird jetzt wahrscheinlich gleich rot. Na klar. Zählt aber Gott sei Dank nicht als rote Ampel. Ah, da drüben ist die Haltestelle, ne? Das ist irgendwie. Muss wahrscheinlich da oben irgendwo rechts. Vermute ich mal. Ja, wahrscheinlich bei der nächsten Engage. Bei der nächsten. Ja, und als nächstes würde ich sagen, geht es dann mal wieder zurück Richtung Flughafen. Wie wir am Anfang der Fahrt bemerkt haben. Ich hätte jetzt erwartet, dass man irgendwer reinfährt. Aber Gott sei Dank nicht. Airport rechts. Ja, da wollen wir im Endeffekt ja wieder hin. Sache, ich sagte, weil es immer so viel Zeit hat.
Moment, schaut ja noch knapp 50 Sekunden. Sind aber eh schon fast da. Das ist eine Ampel. Ich würde sagen, das war knapp. Falsche Richtung? Was heißt falsche Richtung? Muss ich das jetzt verstehen? Eh nicht, oder? Okay, also ich hoffe, wir bleiben unter einer Stunde mit der Folge, weil sonst... Falsche Richtung finde ich geil. Okay, unter einer Stunde sollten wir bleiben. Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir fahren jetzt Richtung Flughafen, wo sie ihren Flug in Richtung, wo immer sie hinwollen, antreten können. Werden. Oh, da ist eine Ampel. So, 25 im Bus und 25 steigen aus. Sehr schön. Dann gehen wir mal Stoff. Wir wollen heute noch ankommen. Ja Leute, das ist eine ziemlich lange Folge. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, ich lade in einem hoch und das habe ich gemacht. Oder das mache ich auch. Quasi als Abschied von dem Spiel. Na los. 2,5 Meilen müssen wir noch fahren, okay. Ja, mit Schnellfahren ist da eh nicht. Alle drei Spuren zu. Und auf vierte mache ich jetzt nicht auf. Leute, 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 was ist mit euch? Habt ihr Angst vor dem Schnee oder was? Unglaublich, was der für ein Scheiß da war. Wie im echten Leben. Ja, falls ihr jetzt noch wer zuschaut, hallo. Nach fast 45 Minuten ist es ein wirklich langes Video. Ich hätte mir nicht gedacht, dass die Fahrt so lang ist. Wir werden eines Besseren belehrt, wie wir gerade merken. Aber ich denke, das stört nicht. Eine Folge von dem Spiel, die kann ruhig ein bisschen länger sein. Das ist halt wirklich die komplette letzte Fahrt. Und ich stehe zu meiner Aussage, ich mache das in einem Video. Das heißt, gleich schon zum vierten Mal. Egal. Ja, was ich als nächstes spiele, statt dem, keine Ahnung. Muss man überlegen. Vielleicht durch ein bisschen umbauen und bringen ein Video, was sonst unter der Woche kommt, am Samstag. Mal schauen. Muss man noch überlegen, was ich jetzt weitermache.
Ja, schneller fahren geht eigentlich eh nicht wirklich. Ich wechsle jetzt nochmal in die Mitte. Ja, dann kann ich die zwei rechts da versuchen zu überholen. Ich komme ein bisschen schneller voran. Aber ich muss halt aufpassen, dass ich meine Abfahrt nicht verpasse. Muss ich drauf bleiben oder muss ich runter? Airport, gerade weiter, okay. Das ist ein Verkehr, das ist unglaublich. Bus auf die rechte Spur, linke Spur, passt schon. Ich muss irgendwann rüber. Komm, fahr weiter. Das ist unglaublich. Gut, bringt mir eigentlich auch nichts in Wahrheit. Ob ich jetzt hinter dem Bus herfahre oder hinter dem Pickup, ist schon wurscht. Nur habe ich da in der Position doch ein bisschen die besseren Karten beim Abfahren. Deswegen stelle ich mich da an. Meilen, 1,30. Ja, das ist eine interessante Geschwindigkeit. So, Airport rechts. Okay, wir sind schon fast da. Cool. So Leute, da vorne ist der Airport, wir haben es nach fast 50 Minuten. Wahnsinn, wie lang die Fahrt ist. Haben wir es geschafft. Endlich. Meine Kollegen werden hoffentlich rechtzeitig den Flieger erreichen, wobei, 11 Sekunden noch. Bis wir den. Sollte jetzt da sein. Bin sie eh schon fast. So, viel Spaß im Urlaub, Leute. Gut, das war eine verdammt lange Fahrt. Ja Leute, ich sag danke fürs Zuschauen. Das war's mit Bus Driver. Das war die letzte Fahrt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann euch das Spiel echt nur empfehlen. Also jetzt nochmal, was wir jetzt gerade gefahren sind. Jo, was soll ich sagen? Geiles Spiel, obwohl es schon so alt ist. Ich bedanke mich, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst dann von mir auch ein Dislike da. Dann wäre aber eine Begründung sehr nett. Ja, und wer sich das bis zum Ende angeschaut hat, der hat meinen tiefsten Respekt, weil das werden wahrscheinlich nicht viele sein. Also, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Projekt. Tschüss!